as he wandered the desert wide. His eyes were burning with flames of hate, and his guns were loaded with poison bait. As they hung and swung at his side, an outlaw had stolen his gal away, an outlaw bold and sly, so hot on the tail of the outlaw's trail. This cowboy rode ready to die. Grease up your guns, outlaw, and pinch them on tight. There'll be blood a-running in town before night. There'll be guns a-blazing and singing with lead. Tonight you'll be drinking your drinks with the dead. Schuss in den Rücken. Hässliche Wunde. Blutet ziemlich stark. Aber Sie werden durchkommen, Sheriff. Ich bringe Sie nach Stockwell. Bis heute Abend sind wir da. Trinken Sie, Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Sind Sie verletzt, Ma'am? Nein, ich denke nicht. Sind Sie weg? Ich weiß es nicht. Bitte glauben Sie mir, es ist anders, als Sie denken. Ich habe es aus der Not heraus getan. Ich musste es tun. Sie müssen mir glauben. Tun Sie das? Ja, da muss ich mir rüber. Deswegen habe ich es getan. Wir mussten uns selbst helfen. Ich wusste keinen anderen Weg. Ich glaube Ihnen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Ihr Pferd hat das Land erwischt. Sie können meins nehmen. Ich
Reiten Sie in die Stadt. Ich habe noch was zu erledigen. Wir treffen uns um 12 Uhr in der Poststation. Ja. Von da, Rusty. Bist du sicher, dass wir ihn noch erwischen? Weiß nicht, Mac. Da ist er. Oh ja. Wir haben ihn. Warte. Was sollen wir jetzt tun, Rusty? Ist doch klar. Ja, klar. Du gehst da lang. Ja, gut. Hier. Ich gehe. Was kriegen. Lass uns gehen. Dad, ich habe es. Was hast du denn? Wovon zum Teufel redest du eigentlich? Ich habe die Postkutsche überfallen. Aber ich habe bekommen, was ich wollte. Oh. Hier. Nanu, bist du jetzt etwa unter die Banditen? Das darfst du nicht von mir denken, Dad. Ich habe es doch für uns getan. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber wir hatten doch keine andere Chance. Auf jeden Fall haben wir endlich das Geld, das uns zusteht. Ich habe nur das genommen, was uns auch gehört. Aber was ist, wenn dich jemand gesehen hat? Nein, nein. Niemand hat mich erkannt, Dad. Und deswegen muss ich jetzt auch in die Stadt und fragen, ob die Post angekommen ist. Bis gleich. Na gut, dann wollen wir mal nachsehen, wie viel es ist. Schnell auf die Kutsche. Hey, ich zuerst. Ich bin der Boss, klar? Ja. Ich glaube, bist du zuerst. Na, fahr schon. Ja. Die Jungs sind spät dran heute. Hoffentlich ist nichts passiert. Da kommen sie. Führ dich nicht so auf, Miles. Es sind doch keine Passagiere da. Umso besser, dann rück die Tasche raus, du Idiot. Es gibt keine Tasche heute. Zwei Meilen von hier hat uns schon mal jemand überfahren. Er ist euch zuvor gekommen. Was soll das heißen? Wir können doch nichts dagegen machen. Was sollten wir denn tun? Verschwindet. Wir sehen uns beim Boss. Inne. Thank you.
Stell dir vor, wir sind schon wieder überfallen worden. Und diesmal war es nur ein Mann. Was für ein Pferd hat er geritten? Ein braunen Hengst. Wir haben das Pferd erschossen, aber der Reiter konnte entkommen. Wenn wir das Brandzeichen sehen, dann kennen wir auch den Besitzer. Verdammt, wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Reiten wir einfach hin und sehen es uns an. Oh, guten Tag, Miss Denton. Wie geht es Ihrem Vater? Schon besser, danke. Ich bin gekommen, um die Post zu holen. Ist schon wieder etwas passiert? Wo ist der Sheriff? Ich muss mit ihm sprechen. Ist er nicht da? Er ist leider noch nicht zurück. Er ist immer noch auf der Suche nach diesen Postkutschenräubern. Oh. Wir machen uns alle große Sorgen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich denke nicht. Ich bin hier, weil gestern mein Pferd gestohlen wurde. Ich bin gekommen, weil ich beim Sheriff eine Anzeige machen will. Welche Farbe hat Ihr Pferd? Ein brauner Hengst mit dem Brandzeichen der Denton Ranch. Ich fürchte, Ihr Pferd hat man erschossen. Oh, ich hoffe, dass Sie Unrecht haben. Wenn es Ihr Pferd war, dann werde ich ihn in den Sattel bringen. Ich danke Ihnen. Guten Tag, mein Name ist Saunders. Ich würde gerne Sheriff Baxter sprechen. Ich vertrete den Sheriff, solange er nicht da ist. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, sagen Sie, wann er zurückkommt. Der Sheriff ist schon sehr alt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Vielleicht kommt er nicht mehr zurück. Ja, das könnte durchaus sein. Ich warte hier, bis er wieder da ist. Irgendwas stimmt nicht mit diesem verdammten Kerl. Haltet die Augen offen. Sieht so aus, als hätten wir Konkurrenz bekommen. Ja, aber wie sollen wir ihn überwachen? Er ist uns überlegen. Ja, aber kein Pferd mehr. Und was er bekommt, er nur bei den Dentons oder hier in der Stadt? Wir kriegen ihn schon. Sehen wir uns erstmal das Pferd an. Ja, doch eins! Na los, gehen wir. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie das Pferd in das Haus bringen. Ja, das ist eine gute Idee. Gibt es da auch Wasser? Ja. Was halten Sie davon, wenn Sie noch mit reinkommen, ist das Saunders? Ich würde Sie gerne meinem Vater vorstellen. Ich nehme die Einladung dankend an. Sie haben eine sehr schöne Ranch. Dad, das ist Mr. Saunders, mein Retter. Ich danke Ihnen für das, was Sie für meine Tochter getan haben. Schon gut. Was ist mit Ihrem Bein, Mr. Dad? Nicht der Rede wert. Setzen Sie sich und hören Sie mir zu. Danke. Die Sache ist die, ich habe Anteile an einer Silbermine in Jacksonton. Meine Partner schicken mir alle zwei Wochen eine größere Geldsumme. Das war natürlich auch Kincaid bekannt. Ich bin sicher, dass er dahinter steckt. Er wusste immer, wann wir Geld erwarteten. Und immer genau dann wurde die Postkutsche überfallen. Ist das nicht ein komischer Zufall? Er weiß ganz genau, wenn wir kein Geld mehr haben, müssen wir die Ranch verkaufen. Und das ist genau das, was Kincaid will. Er will uns dadurch zum Verkauf zwingen. Aber da kennt er den alten Denton nicht. Und vor allem nicht seine Tochter. Er wird diese Ranch nie kriegen. Wir zeigen's ihm. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Da kommt jemand. Wer ist es denn? Ach, es ist Kincaid und er hat meinen Sattel. Am besten ist, wenn ich rausgehe und mit ihm rede. Ja, tu das. Es war tatsächlich Ihr Pferd, Miss Denton. Hier ist Ihr Sattel. Vielen Dank. Keine Ursache.
Bert, bring den Sattel in die Scheune. Mach ich was. Oh, nicht nötig, das kann ich auch machen. Wenn es Ihrem Vater wieder besser geht, würde ich gerne mit ihm über den Verkauf der Ranch reden. Ich glaube nicht, dass Dad die Ranch verkaufen wird. Da ist ja sein Pferd. Hey! Bestellen Sie ihm schöne Grüße von mir. Ich glaube nicht, dass Dad die Ranch verkaufen wird. Was ist los? Ich habe sein Pferd gesehen. Er steht hinten am Stall, an der Tränke. Er ist bestimmt im Haus. Da bin ich sicher. Sie wollen doch herausfinden, was mit dem Kerl los ist. Ja, wieso? Ich glaube, sie war es. Und er ist ihr Komplize. Ich wusste doch, dass mit dem Kerl was nicht stimmt. Und deswegen werden wir unseren Plan jetzt ändern, habt ihr verstanden? Ihr beide versteckt euch hier im Gebüsch und wenn er dann vorbeigeritten kommt, naja, ihr wisst schon, was zu tun ist, klar? Ja, genau. Der kommt bestimmt gleich. Jetzt? Was ist mit dem Sheriff? Kann er nicht eingreifen? Das ist leider nicht möglich, weil der Sheriff verschwunden ist. Das ist schon der zweite Sheriff in einem Jahr. Er war ein guter Mann. Und er war unser Freund. Warum ist Kincaid so versessen darauf, ihre Ranch zu kaufen? Weil er das ganze Land besitzen will. Er setzt die Leute so unter Druck, dass sie ihm ihre Häuser für ein paar lumpige Dollar verkaufen. Denn ohne ihn gibt es kein Wasser. Für alle hier. Sehen Sie, der Fluss fließt durch sein Land. Aber dann verschwindet er in der Erde. Der einzige Zugang zum Wasser liegt auf seinem Gebiet. Und deswegen hat er das Monopol. Und er will unsere Ranch, weil wir den Brunnen haben. Heute endet der alte Vertrag mit ihm. Ich denke, das Wasser wird ab morgen sehr teuer sein. Bin gespannt, wie die Verhandlungen in der Stadt heute ablaufen. Ich sage euch, Kincaid ist ein alter Betrüger. Er sagt, wir sollen unser Land verkaufen oder wir kriegen kein Wasser. Ich kämpfe dafür. Denkt doch mal an eure Familien. Ihr könnt doch nicht kämpfen mit ihm. Wir sollten uns noch eine Zeit lang ruhig verhalten. Wir haben Washington geschrieben. Sie werden uns schon helfen. Sie schicken uns ganz sicher einen Marshall. Der wird untersuchen, was hier da los ist. Da gebe ich dir recht, John. Also, lasst uns ein bisschen warten, bis wir sehen, was der Mann sagt, wenn er kommt aus Washington, ja? Ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser, Mr. Dent. Ach, wird schon. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Wir sind froh, dass Sie da sind. Keine Ursache. Ja. Bis dann, Mr. Dent. Ich begleite Sie noch. Und nochmal vielen Dank, Mr. Saunders, dass Sie mir geholfen haben. Bitte seien Sie vorsichtig. Und Sie werden doch zurückkommen? Ja, ich werde zum Mittagessen zurück sein. Also, Gentlemen, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Ja. Wir haben beschlossen, dass Sie dahin gehen können, wo der Pfeffer wächst. Wir können Ihre Vertragsbedingungen nicht akzeptieren. Wir arbeiten hart und wir wollen unser Land nicht für ein paar lumpige Dollar an Sie verkaufen. Natürlich, das ist euer gutes Recht. Aber vergesst nicht, die Quelle liegt auf meinem Land und ich allein kann entscheiden, ob ihr Wasser kriegt oder nicht. Und ohne Wasser ist euer Land nicht mal einen Cent wert. Also belegt euch gut, ob ihr verkaufen wollt oder nicht. Was redest du da, Kincaid? Wir bezahlen doch jetzt schon eine Menge für dein Wasser. In 3 Tagen läuft der Vertrag über eure Wasserrechte aus. Entweder ihr akzeptiert mein Angebot und verkauft, oder das Wasser wird dann das 4-fache von dem kosten, was ihr jetzt dafür bezahlt. Also entscheidet euch. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Los, mach schon, zieh! Und jetzt umarmt euch mal.
Wird's bald? So, Freunde, jetzt werdet ihr ein bisschen Staub fressen. Ah. Hallo, Manson. Hallo, Kincaid. Gut, dass du da bist. Komm, setz dich. Was ist los? Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber es wird bald Ärger geben. Ich benötige deine Hilfe. Und was zahlst du? Du kriegst dasselbe wie immer. Okay. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Ich weiß es nicht. Keine Tricks mehr, Kincaid. Ich habe dich durchschaut, Saunders. Ich bleibe so lange hier, bis der Sheriff zurück ist. Und ihr? Scheint euch mal wieder so richtig lieb zu haben, ihr jämmerlichen Versager. Entschuldigt, Männer. Ich suche einen gewissen James Taylor. Ich bin James Taylor. Ich habe diesen Brief hier gefunden, ein paar Meilen außerhalb der Stadt. Wahrscheinlich ist er verloren gegangen bei dem letzten Überfall. Aha. Männer, hier ist unsere Antwort aus Washington. Sehr geehrter Mr. Taylor, wir haben Ihren Brief erhalten und werden ihn aufgrund der mysteriösen Umstände einen Mann schicken, der ermitteln wird, und zwar so schnell wie möglich. Oh, Mr. Denton, hallo, wie geht es Ihrem Bein? Ja, wird jeden Tag besser. Ist das da das alte Flussbett? Ja, vor gar nicht langer Zeit führte der Fluss hier noch Wasser, aber dann ist er nach und nach versickert. Na, ja, niemand weiß warum. Der Einzige, der hier in dieser Gegend genug Wasser hat, ist Kincaid. Kann man nicht die Leute in der Stadt aus diesem Brunnen versorgen? Nein, das ist viel zu wenig. Aha. Heute Mittag schließt Kincaid den neuen Vertrag mit den Bürgern ab. Ich denke, ich werde mich mal unter die Leute mischen und schauen, was so passiert. Ja, tun Sie das. Vielleicht haben Sie Glück. Aber nehmen Sie sich in Acht vor ihm. Er schreckt vor nichts zurück. Nun, Gentlemen, die Zeit ist um. Ich hoffe, ihr seid euch alle einig geworden. Seid ihr zu einem Entschluss gekommen? Kincaid, du bist der verdammte Sohn einer Hure. Eine Beleidigung, bitte, verstanden? Das ist hier ein ganz normales Geschäft. Und das Gesetz ist hier auf meiner Seite. Also,
Verkauft ihr oder verkauft ihr nicht? Hören Sie, Kincaid, wir hängen alle an unserem Land und wir werden Ihre Vorschläge nicht akzeptieren. Hören Sie! Na gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Jungs, stellt das Wasser ab. Und sollte einer von diesen Idioten seinen Fuß auf mein Land setzen, dann schießt. Hey, Männer, hört mir mal zu. Nur einen Moment, ja? Ich bin sicher, dass Denton genug Wasser für alle hat. Diese Plätzchen waren ausgezeichnet. Oh, danke schön, dass es Ihnen geschmeckt hat. Ich bin völlig verrückt nach Ihren selbstgebackenen Keksen. Einzigartig, extra klasse. Das ist immer völlig verrückt auf meine selbstgebackenen Plätzchen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ein wunderschönes Lied. Singen Sie es nochmal für mich? Ja, das wünsche ich mir auch, Junge. Zeit vermisst. Ich könnte stundenlang zuhören. Singen Sie noch ein Lied für mich? Aber gerne. Dad? Ja? Du wirst doch nicht die Ranch verkaufen, oder? Ich habe darüber nachgedacht. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es auf keinen Fall tun werde. Das ist gut. Denkst du, ein Dad gibt so schnell auf? Ich werde nie verkaufen. Ich wusste es. Sie holt sich jetzt Wasser von Dad. Ja, genau das hatte ich erwartet. Ich habe meine Männer bestens postiert. Da kommt keine Maus durch. Außerdem mache ich Denton ein Angebot, das er nicht ablehnen wird.
Noch heute Nacht wird sein Land mir gehören. Here he comes. Zeichen gebe, kommst du auf die Straße. Ich werde Saunders sagen, dass du dich mit ihm schießen willst. Ich hoffe nur, dass dieser verdammte Mistkerl auch so dumm ist und sich darauf einlässt. Ich freue mich auf ihn. Gut. Dafür werden sie bezahlen. Das war eiskalter Mord. Das seht ihr doch auch so. Wollt ihr euch das noch länger gefallen lassen? Seid ihr Männer, dann tut endlich was. Es darf nicht sein, dass noch mehr Söhne sterben müssen. Seid ihr denn alle Feiglinge oder was? Ist denn keiner Manns genug, den Banditen das Handwerk zu legen? Saunders, Sie haben sich einmal zu viel in meine Angelegenheiten eingemischt. Ich gebe Ihnen genau eine Minute, um die Stadt zu verlassen, verstanden?
Laufen Sie da weg, hier passiert gleich was, Miss Denton. Schnell weg. Was geht da vor? Sie wollen sich schießen. Such a good old water. Every blood running down the line. Every gun away. Er singt, haben Sie das gehört? Was? Ja, das Lied haben Sie schon mal gehört. Mach dich bereit, Manson. Das ist dein letzter Kampf. Du wirst nie wieder ein Schießeisen anfassen. Er hat mir die Hände geschossen. Hier bringt sie zum Dank. Saunders, schätze, das Spiel haben Sie gewonnen. Hätten Sie mal einen Moment Zeit für mich? Ja, wollte sowieso mit Ihnen reden. Kommen Sie. Jetzt weiß ich, woher ich das Lied kenne. Das Lied hat ihn berühmt gemacht. Es ist Marshall Saunders. Ist das wahr? Ich kenne sonst niemanden, der dieses Lied so singt. Setzen Sie sich. Sie sind verdammt schnell, Saunders. Leute wie Sie kann ich gut gebrauchen. Könnte sein, dass die Farmer Ärger machen. Und dafür brauche ich jemanden wie Sie. Jetzt, wo der Sheriff nicht da ist, kann es sein, dass Sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Also, wie sieht's aus? Sind Sie interessiert? Also gut, King K. Ich werde für Sie arbeiten. Was ist mit Danton? Der ist alt und krank. Er wird schon verkaufen. Da mache ich mir keine Sorgen. Warum denn so lange warten? Sprengen Sie den Brunnen des alten Danton doch einfach in die Luft. Ja. Das geht schneller. Wenn er kein Wasser mehr hat, dann ist er von Ihnen abhängig. Dann muss er verkaufen. Das ist eine gute Idee. Sagen Sie meinen Jungs, dass ich Sie sprechen will. Gut, mach ich. Los. Hier. Hey, ihr Pfeifen, der Boss will was an euch. Leute, ich würde gerne mit euch reden. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Gut, gehen wir da vorne hin. Okay. Hört mal gut zu. Saunders gehört jetzt zu uns, damit das klar ist. Also vergesst eure alten Streitigkeiten, verstanden? Wir werden den Brunnen vom alten Denton in die Luft jagen. Also geht los und besorgt genug Dynamit. Und diesmal keine Fehler, ist das klar? Klar, was? Das ist aber wirklich ein sehr ungewöhnlicher Vorschlag, den Sie uns da gemacht haben. Auch wenn es ungewöhnlich klingt, ich sage euch, macht diesen Vertrag. Wir haben Ihnen viel zu verdanken, Mr. Saunders. Ich denke, wir werden auf Ihren Vorschlag eingehen. Gut. Er wird schon wissen, was er zu hören hat. Es ist soweit. Seid ihr fertig? Wir reiten jetzt zu den Dantons. Nehmen ja genug von dem Dynamit, verstanden? Ich habe die dicksten Böllermänner, die es gibt. Hoffentlich. Er hat sehr viel davon, sehr viel. Wir sind bereit zu unterzeichnen, King Kate. Aber nur unter der Bedingung, dass wir eine zusätzliche Klausel in den Vertrag mit einbauen können. Und die wäre? Hören Sie, sollten Sie auch nur einmal in der ganzen Zeit kein Wasser liefern können und wir woanders Wasser kriegen können, dann gehen Ihre Wasserrechte und Ihr Land in den Besitz der Gemeinde über. Okay, damit bin ich einverstanden. Bringen wir es hinter uns. Yes.
Dad! Dad! Ich habe gerade etwas Schreckliches erfahren. Was denn? Mr. Saunders war bei Kincaid, er arbeitet für ihn. Und er hat ihm vorgeschlagen, unseren Brunnen in die Luft zu sprengen. Was? Und sie sind schon auf dem Weg hierher. Was sagst du da, auf dem Weg hierher? Doch, ich hab's doch selbst gehört. Wir können ihm nicht mehr vertrauen. Wir müssen uns jetzt selbst helfen, Dad. Ja, das werden wir auch tun. Ich will jetzt wissen, wer er ist. Lass uns in seinem Zimmer nachschauen. Ja. Wo ist seine Jacke? Ja, sieh nach. Ja. Ein Sheriffstern. Das ist Bill Baxters Stern. Hat er vielleicht den Sheriff auf dem Gewissen? Wenn ich im Haus bin, dann legt das Dynamit an den Brunnen. Aber macht euren Job vernünftig, klar? Ja, das gibt ein richtiges Feuerwerk. Kannst dich drauf verlassen. Sie sind da. Du bleibst hier drin. So, und jetzt schnell weg. Komm. Hallo, Mr. Denton. Herr Fay. Ich bin bei Kincaid gewesen. Gehen Sie. Wir haben nichts übrig für Verräter. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Fay. Tun Sie nicht so. Sie wissen genau, was ich meine. Sie haben den Sheriff umgebracht. Und Mörder dulde ich nicht in meinem Haus. Da haben wir ja endlich mal was richtig gemacht, was? Ja, frag dich nur, ob der Boss das auch so sieht. Hä? Ich glaube, wir verschwinden hier lieber, bevor Kincaid uns erwischt, was? Ja, ja. Ich habe das alles vorher gewusst von Herrn Sheriff, er hat es mir erzählt. Sie wussten doch, dass er hinter Kincaid her war, oder nicht? Ja, und Bill Baxter ist wieder zurück? Er war angeschossen, aber es geht ihm jetzt wieder besser. Er kommt heute mit der Kutsche. Wer zum Teufel sind Sie? Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, wo es vorbei ist. Ich bin der Mann aus Washington. Wollen Sie nicht sehen, wie sich das alte Flussbett mit Wasser füllt, Dad? Ja. Gentlemen, jetzt, da der neue Vertrag unterschrieben ist und alle zufrieden sind, gibt es natürlich auch wieder Wasser. Ihr seht, ich halte mein Wort. Wasser? Wasser? Oh. Juhu! Wasser! Was ist hier los? Wasser! Das kann doch nicht wahr sein! Ihr,
Juhu! Sieh doch nur das ganze Wasser. Ist Wasser hier. Oh, wir haben Wasser. Endlich haben wir Wasser. Ja. Oh. So, jetzt. Komm zurück. Ach, komm. Ach, welche Gnade. Hey, Kincaid, Ihr Fluss ist ausgetrocknet. Was sagst du, er ist trocken? Plötzlich war das ganze Wasser weg. Hey, Leute, das müsst ihr unbedingt sehen. Ein Wunder ist geschehen. Der Fluss ist wieder voll mit Wasser. Sie haben mich reingelegt. Jetzt bin ich ruiniert. Das werden Sie bitter bereuen. Kincaid, sieh dir das an. Der Sheriff, er ist zurückgekommen. Hör zu, ich war auf dem Weg durch die Wüste. Ein Mann von Kincaid hat mich verfolgt, mir aufgelauert und in den Rücken geschossen. Wenn Saunders nicht gekommen wäre, wäre ich gestorben. Du hast gesagt, du hättest ihn erledigt. Ich dachte, er wäre tot. Dafür wirst du bezahlen. Oh. Dieser Mann hat auf mich geschossen. Das ist Manson, Kincaids Killer. Er flieht. Er hat es
gesagt, dass ich auf sie schießen soll. Kincaid ist der Boss. Wer ist der Mann? Wir wussten alle nicht, wer er war. Er ist ein US-Master. Das ist der Mann, den uns Washington geschickt hat. Nein! Ja! So, das war es wohl. Ich muss zurück nach Washington. Ein neuer Auftrag wartet auf mich. Oh. Schon sehr bald. Tja. Entschuldige, Junge, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja, schon gut. Wir machen alle mal Fehler. Da wartet noch jemand auf dich. Willst du denn wirklich schon los? Ja, aber ich glaube, wir sehen uns sehr bald wieder, Ted. Was? Also wirklich gehen? Noch heute? Ja. Aber ich will nicht, dass Sie gehen. Also gut, dann bleibe ich unter einer Bedingung. Ich will 1 Million von Ihren Keksen. Ich bin zum Abendessen wieder zurück. Ich liebe dich. Fang sofort an! Hey, was hat er gesagt? Der Held, er möchte 100 Plätzchen!